Mädels, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mädels Manga World und heute packen wir gemeinsam das Paket von Johnny aus. Wir machen einen Manga-Haul. Oh mein Gott, ich freue mich schon so auf den Inhalt. So, ich habe das Messer hier. Ich habe auch bei Johnny bei einem Gewinnspiel gewonnen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt hier reingepackt hat oder ob er es jetzt zu meinen April-Neuheiten reinpackt. Weil ich habe hier noch Neuheiten vom März drin. So, jetzt ist es endlich offen. Wir haben hier ganz viel Verpackung, das ist Müll. Er packt das auch immer richtig toll ein. Ich sehe schon meinen Gewinn. Oh mein Gott, Leute. Ja, dann holen wir am Ende raus. Fangen erstmal mit den Manga an. Die sind hier immer so toll verpackt. Also danke, Johnny, für deine Mühe und an das ganze Team und auch an Moni, die da jetzt dabei ist. Darf ich ja jetzt sagen. Wir schauen uns mal an, was hier drinnen ist. Ich habe ziemlich viel bestellt. Wir haben als erstes den vierten Band von Mindstar. Da freue ich mich auch drauf. Ich gucke jetzt immer direkt hier mit dem Zustand, ob er in Ordnung ist für mich, weil mir ist das wirklich sehr wichtig. Und ja, Mindstar, ich freue mich mega auf die Reihe und allgemein auf das Ganze hier. Mehr dazu dann im Gelesen-Update, weil es hier einfach nur ein Haul ist, dass ich ihr einfach was zeige, vielleicht vom Zeichenstil noch was. Hier zum Beispiel. Genau, also die Reihe gefällt mir mega. Es geht vor allem echt auch tiefgründige Themen an, das mit dem Star-Sein, mit dem Idol-Sein zu tun haben. Auch Stalking und sowas, also krass. Dann haben wir den Abschlussband von Sacrifice to the King of Beast und da freue ich mich mega, habe ich mir auch Band 14 aufgespart, dass ich die zusammenlesen kann, werde ich gleich machen. Ich werde es beenden, das ist eine Mystery-Reihe, die ist super toll, die werde ich euch reviewen, wenn ich sie gelesen habe, das wird auf jeden Fall bald sein. Hat keine Farbseite, die ist auf jeden Fall eine so tolle Reihe, ich möchte hier nicht spoilern, aber der Zeichenstil ist sehr schön und die Geschichte ist sowas von traumhaft. Also jeder, der sie gelesen hat, der liebt die. Dann haben wir den fünften, oh, ich habe gerade den Zustand gar nicht mehr angeguckt. Aber sieht gut aus. So, dann haben wir den fünften Band von Ein Zeichen der Zuneigung von Sumori Shita. Die Reihe liebe ich ja auch und da freue ich mich auch schon. Obwohl viele gesagt haben, dass sie mit den letzten zwei Bänden nicht mehr so zufrieden waren. Verstehe ich gar nicht. Also ich fand vor allem den Zeichenstil von Sumori Shita, der ist so schön. Und die Reihe ist so zuckersüß. Die ist so zuckersüß und ich liebe es einfach. Dann haben wir hier Beastars, den 17. Band, da habe ich mich so drauf gefreut. Ich liebe Beastars. Beastars von Kase, momentan meine liebste Reihe, die ich einfach jedes Mal sofort verschlinge. Da haben wir auch über 20 Bände, aber die Reihe ist schon abgeschlossen. Und ich habe schon so oft Tolles über Beastars gesagt, weil ich es einfach so toll finde. Da haben wir dann auch hier so eine Karte drin. Hier könnt ihr was vom Zeichenstil sehen und... Ja, die Entwicklung auch in Band 16 war wieder super. Ich liebe es einfach so doll. Dann geht es hier weiter. Das müsste ein Großformat hier sein, so von der Größe vermutlich mal. Okay. Ich muss hier nachher alles aufräumen. Wir haben hier erstmal eine Programmvorschau bekommen. Ich muss hier mal kurz verschieben. Eine Programmvorschau von Carlsen, die habe ich aber schon. Ja, also jetzt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da bin ich eh nicht so der Fan von. Ich bin nicht so der Lesprobenmensch. Dann haben wir hier, oh mein Gott, ich freue mich, den neuen Band von Dorohedoro. Den werde ich auch sofort lesen, den fünften Band. Da haben wir jetzt ja den Anime überholt und ich gucke jetzt kurz wegen dem Zustand. Sieht aber top aus. Und freue ich mich auch schon sehr aufs Lesen. Oh, allein diese Seite. Oh mein Gott, ich liebe den Zeichenstil. Kann ich euch hier zeigen mit Kaiman und Nikaido und mit N. Ist wirklich eine Reihe, wo ich wirklich jeden Charakter liebe und freue ich mich sehr aufs Lesen. Ich glaube, vom Zustand war der jetzt sehr gut. Genau. Dann eine Reihe, die ich mitnehmen musste. Die ist mit drei Bänden abgeschlossen. Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben von Hirohisa Sato. Da habe ich jetzt Gemischtes drüber gehört, leider. Kostet 10 Euro, ist ein Thriller, ist empfohlen ab 16. Das ist irgendeine
mit einer Killerin und mit einer Auftragskillerin, genau. Und die dann auf diesen kleinen Jungen trifft und plötzlich diesen Jungen an der Seite hat. Hat sich sehr cool angehört, werde ich auf jeden Fall schnell wie möglich lesen. Dann, wie gesagt, wir packen hier das Zeug aus. Ich habe es ja nicht gelesen, also kann ich dazu halt nicht wirklich viel sagen. Habe ich den 17. Band von Shai, da freue ich mich auch schon drauf. Also Band 6 fand ich richtig cool und ich mag Shai einfach die Reihe super gerne. Am Anfang habe ich ja gedacht, dass Shai nichts für mich ist, weil ich mag nicht so gerne Superhelden. Aber Pustekuchen, die Reihe hat mir richtig gut gefallen bisher. Wenn ich jetzt noch hier das Poster ausklappen könnte. Das ist doch ein Poster, oder? Ist das eine Farbseite? Ah. Ich bin mir zu doof. Dieses Poster. Genau. Packe ich mir wieder zurück. Und vom Zeichenstil her ist eine sehr actionreiche Reihe, die aber neben der Action trotzdem noch eine relativ ruhige Geschichte hat, die wirklich auch tiefgründig ist. Und die russische Heldin ist meine Liebste, aber gefühlt von jedem. Dann haben wir den Abschlussband von Hell's Paradise. Der ist nicht eingeschweißt, glaube ich. Sonst sind alle Bände eingeschweißt. Und ja, nächste Woche fange ich mit Verena im Partner-Read an. Ja, dementsprechend, also Band 1 habe ich schon gelesen damals. Aber dann habe ich gesammelt, weil ich es am Stück lesen wollte. Und jetzt können wir das machen. Hat hier auch so eine schöne Prägung. Und ja, habe schon sehr, sehr Gutes von gehört. Ah, hier ist auch so eine Karte drin. Seit wann sind denn hier so Karten drin? Cool. Keine Ahnung. Vom Zeichenstil sieht Hammer aus. Ich hoffe, ich spoilere hier nichts. Wie gesagt, da kann ich noch gar nichts drüber sagen. Nur, dass es mir gut gefallen hat bisher. Dann haben wir hier die erste Flagge mit exklusiver Artcard von Night and Sea. Der erste Band, das ist ein Girls Love. Wollte ich einfach mal unterstützen, weil I Guess Love ist cool, mag ich gern. Ich hoffe, da passiert ein bisschen mehr. Wenn die Nacht sich in die See verliebt, das hat sich doch schön angehört. Wie gesagt, mehr davon alles, wenn ich es gelesen habe, wird ja bald sein. Dann im nächsten Gelesen-Update, beziehungsweise im neuen Favoritenvideo diesen Monat, wird dann halt auch wieder ein Favoritenvideo kommen. Letzten Monat wegen meiner Prüfung alles ausgefallen. Habe ich halt wirklich nicht so viel gelesen und dann hat sich das nicht gelohnt. Genau. Und ja, da haben wir hier den 4. Band von Agenda of Mona Lisa mit türkisen Farbelementen. Das wird jetzt ja für jeden Band so sein. Genau, da bin ich zwar mit der Entwicklung von der Reihe irgendwie ein bisschen zwiegespalten, aber diese Farbelemente, die sind halt so schön. Und ich bin einfach mal gespannt, wie lange die Reihe jetzt noch geht. Ich denke auch nicht mehr so lange. Und wie es dann da weitergeht. Dann bin ich dem Hype verfallen. Ich will es meine Chance geben. Eigentlich mag ich Gangs gar nicht. Zeitreisen mag ich aber echt gern. Wir haben Tokyo Revengers. Ich habe den Anime nicht gesehen. Oben die kleine Delle, aber das ist mir jetzt egal. Zu lang. Ein Knick. Muss ich mal gucken. Vielleicht, wenn noch ein anderer beschädigt ist, dann schicke ich den zurück. Also Tokyo Revengers, ist ein Doppelband vom Zeichenstil. Ich habe auch wirklich gar keine Ahnung, um was es geht. Den lege ich jetzt mal kurz dahin. Dann haben wir den 5. Band von The Killer Inside. Den werde ich heute sofort lesen. Da bin ich so gespannt. Da sind solche krassen Cliffhanger immer dabei. Oh mein Gott. Also... Dann geht es weiter. Dann haben wir Nur auf der Platzi, der 4. Band. Da ist da mit 5 Bänden abgeschlossen. Band 3 und 4, also Band 3 habe ich schon gelesen, Band 4 ist jetzt ja hier. Und ja, spielt ja auf dem Kreuzfahrtschiff und ist Horror. Ganz nett, aber mal gespannt, wie die das abschließen. Der 21. Band von Bungo Stray Dogs, da lese ich ja gerade Bungo Stray Dogs Beast. Liebe ich ja.
Also, ich will jetzt auch Bungo Stray Dogs rereaden. Da ist auch diese Character Card drinnen. Genau. Und, jetzt habe ich euch die Farbseite gar nicht gezeigt. Dann packe ich die kurz weiter nach hinten. So, die Farbseite hat es mehrere Farbseiten. Wow, ja. Also ich habe auf jeden Fall bis 22 gelesen, aber ich werde das nochmal rereaden, weil einfach viel zu viel Zeit dazwischen war. Vom Zeichenstil her eine Seite vielleicht, die euch ansprechen könnte. Wo halt jemand drauf ist und nicht nur so halb. Hier. Genau. Dann eine Reihe, wo ich gespannt bin, ob es mir gefällt, ist Azur and Claude oder Cloud. Genau, Weather is Changing. Der zweite Band, der erste, da war ich mir noch so relativ unsicher. Schon eine deep Story, aber ja, mehr dazu dann im Gelesen-Update, wie es mir gefällt. Und wir haben Chainsaw Man Band 10. Oh mein Gott. Ja, noch ein Band, dann ist es abgeschlossen und da kommt ja auch bald der Schuber raus. Den habe ich auch schon vorbestellt bei Johnny. So, jetzt zu den letzten Großformaten. Da müsste mal Home Hero dran sein. Und Play Cool Guys. Ja, ich sehe es. Hier haben wir dann nochmal dieses Tokio-Pop-Heftchen, was ich nicht brauche. Dann von Egmont ein Heftchen. Von Egmont. So, dann geht's weiter mit Mein Schulgeist Hanako, der 11. Band. So, genau. Und ja, Mein Schulgeist Hanako liebe ich ja so sehr. Und da überlege ich auch, ob ich mir ein Tattoo von stechen lasse, weil es gibt so schöne Panel. Allein das hier ist echt schön. Und vom Zeichenstil her ist es halt einfach sowas von schön. Ich lieb's, ich lieb's. Und ich dachte wirklich am Anfang, oh mein Gott, das wären zu viele Bände. Aber nein, zahle ich gerne. Take my money. Auf was ich mich am meisten gefreut habe, ist My Home Hero. Also Nani, ich bin dann am Lesen. Und sagte, wie ich es finde. 10 € kostet der Titel und ich bin so gespannt. Vom Zustand ist der auch super. Freue ich mich drauf, ist der erste Band. Der hat halt auch schon, glaube ich, 17 oder 16 Bände. Also einiges vom Zeichenstil her. Oh Gott, nee, das kann ich euch nicht zeigen. vom Zeichenstil her. Genau. Dann habe ich Play Cool Guys mit dieser edlen SNS-Card von Hayabusa. Bin ich gespannt, der ist ja im Farbschnitt, also hier die farbigen Seiten. Mega cool. So, war ich ja eher so ein Schnelldurchlauf, weil es mir halt eher darum ging, euch zu zeigen. Und ja, wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Knick, aber das ist mir jetzt egal. Und hier oben ist auch was Kleines beschädigt, aber davon sehe ich jetzt aber was mich jetzt stört, ist, dass mein Gewinn ist kaputt. Mein Gewinn ist kaputt. Jetzt bin ich traurig. Aber ich habe auch noch hier diesen Aufsteller gewonnen. Der ist auch so cool von Demon Slayer. Da freue ich mich so. Dankeschön. Und ich freue mich echt. Aber das mit dem Au zwischen Aufsteller tut mir jetzt schon weh in meinem Herzen. Hier haben wir dann die Rechnung. Vielen herzlichen Dank. Genau, ja. Den Rest schicken wir dann raus. Was fehlt denn noch? Ah, Parasite und sowas. Genau. Ja, da muss ich gucken. Ich habe auch schon Frieren und so bestellt. Das lege ich mal kurz hier zur Seite und gucken, was noch so drin ist, weil er ja auch immer so tolle Sachen hier reinpackt. Okay, das ist ein Poster. Das spricht mich schon mal nicht an. Ich bin. Ein Demon Slayer Poster. Das ist cool.
Das ist sehr cool. Das ist hier. Na, mega, 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 mega. Da freue ich mich. Danke, danke. Und es ist immer so. Okay, was ist das? Okay. Kenne ich nicht. Kennt das jemand? Auf jeden Fall war es das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, jetzt haben wir hier nur das kleine Ding mit meinem Gewinn, der kaputt angekommen ist und Tokyo Revengers. Naja. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon auch lest und gekauft habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.